Hallo Leute, weiter geht's mit Total War Facho. In der letzten Folge haben wir einen überlegenen Gegner angegriffen, der noch einen Verbündeten hatte. Und der Verbündete von dem Sethi hier hat auch nochmal zwei Vasallen. Heißt, wir haben es jetzt hier insgesamt mit vier Gegnern zu tun. Ich weiß nicht, ob wir uns übernommen haben, aber wir wollen halt versuchen, dass wir Facho werden. Erstmal uns das hier an. Komplott ist erfolgreich gewesen. Wir haben jetzt 97 Legitimation und der hat hier 88. Und das Diskreditieren von diesen Rakotis, die Saftnase, tatsächlich, ist gescheitert. Er hat hier nur zwei Stufe 2 erreicht mit seinem Komplott. Dann lasst uns mal. Wo bauen wir denn was auf? Hier, wir könnten ein bisschen Gold gebrauchen. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert, weil wir haben ja eigentlich Krieg hier gegen den Sethi. Tratschen ein bisschen. Verbündete am Hof können nützlich sein. Und tratschen nochmal. Ihr erkennt eindeutig meine Macht. Eine Armee hatten wir verloren, aber. Das war Niemand komisch. kann jetzt noch an mir zweifeln. Anscheinend war die Armee nicht in Pyra Messe drin. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch mir das Video nicht nochmal angeschaut. Und ich sehe gerade. Diesmal passe ich aber auf, Leute. Seht ihr mal. OBS ist wieder verstellt. Also mein Aufnahmeprogramm. Wartet mal. Ihr seht noch was, aber gleich werdet ihr viel mehr sehen. Das war letztens auch schon. Kriegt man das hin jetzt hier? Ach, so ein Mist, ey. Ah, das sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen nach unten bewegen. So müsste es passen, oder? Doch, jetzt ist alles wieder IO. Ich bin die Macht Ägyptens. Sorry dafür, aber ist manchmal. Also diesmal habe ich es aber verstellt, weil ich noch eine andere Folge von was anderem aufgenommen habe. Aber das letzte Mal, keine Ahnung. Vielleicht hatte ich ja auch mal Starfield dazwischen irgendwie mal gestartet und dass ich es da dann verstellt hatte. Da muss man echt tierisch aufpassen. Nun gut, nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, würde ich sagen. Komplett erfolgreich, genau. Die Berichte haben wir jetzt alle durch. Siedlungsverbesserungen sind verfügbar. Hier wollten wir abwarten auf die fünfte Arbeiterschaft, damit wir dann hier den Populisten bauen können. Ihrer Messe, die Arbeiterschaft. Genau das gleiche. Da fehlt es ebenfalls. Müssen wir auch nochmal zwei Runden abwarten. Nord-Sinai und Juno können wir noch nachschauen. Da gönnen wir uns die königliche Fischerei. Mein Name geht in die Legenden ein. Werden wir die Holzproduktion nach oben bringen. Sehr schön. Alles klar. Ach halt, nein. Die Karawane müssen wir nach 140. Ich habe mir es sogar gemerkt, Leute. 140 hatte unsere Karawane Wert. Und jetzt können wir hier die Gold-Skarabäen loswerden. Für ein Drittel mehr. Für 30 hat man die gekauft und jetzt bekommen wir 45. Joa, ordentlich. Was gönnen wir uns jetzt? Weinkrüge. Bronzefiguren, Lamassu-Statuen, Steineinkommen. Assyrischer Söldner.
Verhindert Rebellion in Provinz. Gut, 6 Runden lang. Assyrischer Schleier, Einfluss plus 4, auch 6 Runden lang. Babylonische Bauerntafel, ein Artefakt, 12 Runden lang. Unterhalt minus 10% und Nahrungsunterhalt minus 10%. Nahrung plus 20%. Ja, man kann sich dann halt solche Boni hier holen. Wow, das ist aber auch krass. Bronze und Stein dazu. Also 20% mehr. Das ist heftig. Für 12 Runden. Dieses Artefaktbündel. So viel Starfield gezockt, sorry. Dieses Effektbündel ist ganz schön mächtig. Das gönnen wir uns mal, weil wir haben ja mit Hetschai genau das, was wir da brauchen. Bronze- und Steinproduktion, die da erhöht wird. Das holen wir rein und dann holen wir uns noch ein paar Weinkrüge. Die kriegen wir doch auch auf jeden Fall los. Das reicht nicht ganz. Haben wir noch irgendwie, was wir verkaufen können? Die Oasenfrucht könnten wir verkaufen. 25. Haben wir irgendwas? Nö, es gibt nichts für 25. 15. Ja, wir wollen den jetzt aber auch keine 15 schenken. Ach, hier, schaut mal. Steinblöcke. Das passt doch. Verhandlung abschließen. Jawohl. Weinkrüge. Wo kriegt man die denn los? Ist das für immer dann geschlossen? Dort, wo wir waren? Anscheinend ja, oder? Oder geht es dann irgendwann mal wieder auf? Hm. So, hier oben sind wir. Weinkrüge. Ägyptisches Bier. Euer Ernst? Nirgends bekommen wir die Weinkrüge los. Dann könnten wir halt auch zurück nach Sinai reisen. Was haben wir noch so? Steinfiguren und Rinderherden. Mit 285, wir haben es verdoppelt, unseren Wert der Karawane. Steinfiguren und Rinderherden. Steinfiguren da unten. Aber die Rinderherden bekommen wir auch nicht los. Golderz gibt's da zu kaufen. Da könnte man das Gold ein bisschen bunkern, aber das ist auch nicht so toll. Myrrhesetzlinge. Kriegen wir die hier oben dann irgendwo los? Zedernbode könnten wir hier oben noch kaufen. Aber wir haben nichts, was die gebrauchen könnten. Wisst ihr? Wisst ihr was? Wir gehen erstmal nach Hause und könnten auch die die Weinkrüge kriegen wir ja nirgendwo los. Dann lass mal zurück. Und die Rinderherden kriegen wir auch nirgends los. Dann einfach zurück und erstmal alles abladen, was wir gebrauchen können. Vor allem, wir wollen ja sowieso diese babylonische Abbautafel da nach Hetschai bringen, zurück zur Hauptstadt. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Schlacht. Wahrscheinlich werden die ohnehin fliehen. Mein Name wird Legende sein. Vorbereiten.
Lauf zum Ruhm! Ich kämpfe für Ägypten! Seid stets vorbereitet! Das Schicksal ruft mich und ich werde antworten. Die fliehen nicht. Das brauchen wir nicht selber machen, wir müssen den Haus aufs Überlegen. Entscheidend ist. Zu gewinnen war mir bestimmt. Über 1000 Mann verloren. Dann lasst uns mal. Sie werden Ägypten dienen machen. Bringt uns ein bisschen was an Kämpfern. Ein großes Reich entsteht aus vielen Händen. Sehr gut. Ramses. Und wir können den auch noch angreifen. Der wird aber auf jeden Fall fliehen. Streckt sie nieder. Kann er anscheinend nicht. Dann mach's mal gut. Da habt euch zu tief bei uns hineingewagt. Ohne Gleichen. Das gar nicht gefallen, oder wie? Wir haben nur 98 verloren, dann gönnen wir uns die 8% Moral. Na komm, dann halt die 250 meinen Sieg. Nahrung. Zwei Schlachten haben wir gewonnen, dadurch 1500 Nahrung und 150 Bronze erhalten. Kuschitisches Schepech erlangt. Müssen wir uns gleich mal angucken und erhalten Objekt kleiner Altar. Gebetsdauer plus 1. Oh, das ist was Feines. Das geben wir unserem Ramses. Da ist er. Die Zukunft Ägyptens. Und der hat halt auch schon. Ach nö. Der hatte ja noch gar keine Waffe. Hatte der noch keine Waffe? Ne, der hatte noch keine Waffe. Dann passt's doch. Ah, Sichtweite 35% ist mir zu wertvoll. Hä? Diesen Altar? Wo ist der Altar? Hier. Verschleißschaden minus 25% ist mir auch zu wertvoll. Und was ist das? Auragröße und Unterhalt der Armee. Dann geben wir es den anderen. Die Gebetsdauer, den Amun. Ups. Der Rest müsste vergeben sein. Genau. Fertigkeitspunkt für Amun. Das hier. Gehen wir hier hoch. Sehr schön. Das war doch was. Den hat man es gegeben. Wenn er weiter so einzeln hier ankommt, und soll es recht sein. Schauen wir uns mal den Stärkerang an. Müssten jetzt ordentlich nach unten gesackt sein, weil das war eine Vollstack-Armee. Ja, sehr schön. Ich kämpfe für Ägypten! Auserwählter des Re. Was? Armeefraktion, ein Ritual überwachen? Was ist jetzt los? Viele werden euch um die Ehre bitten, während der Prozedur neben euch stehen zu dürfen. Der Großzügigste wird am Ende derjenige sein, der diese Ehre am meisten würdig ist. Hat es jetzt damit zu tun, dass wir dieser Hohepriester sind? Wahrscheinlich, oder? Und dann kann man das immer nur an den Kulturzentren machen. Also ich gehe mal davon aus. Wir machen das jetzt einfach mal. Haben 200 Gold einfach so erhalten. Richtet Streifen ein! Die Armee lassen wir hier drin.
dass sie für Ruhm und Ehre regenerieren kann. Und hier werden wir uns 25% aufsparen. Das müssten die irgendwie noch besser machen. Das war auch in anderen Total War-Reihen besser gemacht, dass man das sperren konnte. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man sagen kann, so 25% mal bitte aufbewahren. Geht das noch irgendwie? Ich sehe es nicht. Falls es einer weiß von euch, schreibt es in die Kommentare. Jetzt muss man es abschätzen. Wann sind denn 25%? Also wir würden halt... Ich würde ganz gern hier irgendwo einen Hinterhalt legen. Im Wald, weil da die Hinterhaltschance halt am größten ist. Aber ich befürchte, das sind keine 25%. Wir marschieren erst einmal. Nur bis hierhin. Die Reise geht weiter. Kleines Stück kannst du noch. Voran! Und dann machen wir Hinterhalt. Bereitet einen Hinterhalt vor. Den Scheiß sparen wir. Brauchen wir noch ein paar... Noch ein paar... Arbeiter. Das könnte nochmal interessant werden, wenn man eine große Armee von Tausret oder so ähnlich wie die heißen. Mit Miam haben wir keinen Krieg. Ich überlebe bloß gerade, ob wir da... Hatten wir mit denen den nicht Angriffspakt? Auf jeden Fall keinen Krieg. Oh. Die Barbaren... kämpfen gegen Zednacht. Das ist eine Fullstack-Army, was sie da haben. Ist ja nicht so schön. Ich habe vergessen, einen General zu rekrutieren. Jetzt nicht wieder den gleichen fahren. Fehler machen da, du. Oh, was ist jetzt los? Der große Vorfahr. Spielt das Ramses neben dem Ersten? Keine Ahnung. Ich halte meinen Mund. Intro. Zwischensequenz. Wir werden Pharao. Wenn die Götter euch erwählen. Als Herrscher über das göttliche Land. Um das ägyptische Volk anzuführen. Dann werdet ihr zu einem lebenden Gott. Zum Pharao. Nicht in Panik verfallen. Bürgerkrieg endet. Ihr seid nun der einzig wahre Pharao von Ägypten und euer Herrschaftsgebiet ist so groß wie kein anderes im Reich, tatsächlich, der Sterblichen. Jeder wird sich eurer Führung beugen, fürs Erste. Aber nehmt euch vor Herausforderungen in Acht. Mit genügend Legitimation kann euch ein Prätendent den Thron jederzeit streitig machen. Ja, dieser... Amemnesse ist uns halt hängt uns am allerwertesten. Pharao, wir sind Pharao, Leute. So geil. Heldenergebenheit leidet. Warum? Unser ergebener General Amun musste die Folgen von Yams Missfallen ertragen. Verehrungsrang gesunken. Oh, warum denn? Jam. Die Flut zieht sich zurück, euer Volk ist wie der galatartige Überrest, der am Ufer zurückbleibt. Eine erbärmlich zitternde Imitation des Lebens. Das hat bestimmt irgendwas mit, weil wir jetzt halt Pharao sind, zu tun. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Am Hof. Da sind wir, Pharao. Hohe Priester ist jetzt... Ja. Niemand.
Amun, nicht zugewiesener Charakter 0 von 1. Hofkapazität. Schaltet die königliche Kraft Hofpräsenz frei oder verbessert sie, um mehr Charaktere auf Positionen an euren Hof hinzuzufügen. Ihr seid in dieser Runde Pharao geworden. Damit könnt ihr in dieser Runde einen Charakter eine freie Position zuweisen, obwohl kein Horus geleitet ist. Also wahrscheinlich können wir jetzt unseren General Amun als Hohepriester einsetzen, oder wie? Beanspruchen. Kostet uns Geld und eine Hofaktion. Möchtet ihr wirklich, dass Amun die Position Hohepriester des Amun einnimmt? Klar. Nice. Der ganze Hof wird mit unseren Generälen besetzt werden. 119 Legitimation, da haben wir einen ordentlichen Sprung gemacht. Ramses, Eliteeinheiten in Spezialrekrutierung, Intrigen kosten zusätzlich Gold oder Achtung. Also gegen uns oder für uns, werden wir uns gleich mal anschauen. Wir haben noch eine Hofaktion. Gegen einen Pharao gerichtete Komplotte haben eine verringerte Erfolgschance. Und wir bekommen einfach mal so eiskalt 20 Legitimation hinzu. Und somit ist er 30 Legitimation hinter uns. Gold können wir noch ein bisschen gebrauchen. Tratschen. Offensichtlich ist mein Wert allen bekannt. Fertig. Wir müssen hier hinten aufpassen. Was der Sedi-Typ. Niemand bestimmt über meinen Weg. Wir gehen mal auf Nummer sicher und werden den General hier nicht in Piram Messer rauszaubern. Sondern wir werden den General hier in NebGS rekrutieren. Bewegung, den hier nehmen wir. Pamuna. Mein Name wird Legende sein. Ich hoffe tatsächlich. Man rekrutiert den vor der Stadt. Man muss ja erst reinziehen. Ja. Muss man ja natürlich auch erstmal wissen. Ruft. Scherdeneinheiten. Buff für Scherdeneinheiten. Bei uns. Dann rekrutieren wir auch ein paar Scherdeneinheiten, aber Stärke die waren teuer. Ist alles, was zählt. Die kosteten sogar Gold. Ein paar Scherdenräuber könnten wir uns leisten. Ein bisschen Gold können wir ja ausgeben. Wir sind der Pharao. Wir müssen auch sonst noch irgendwo Gold herbekommen, oder? Der Unterhalt ist halt gruselig. Eigentlich können wir es uns nicht leisten. Na komm. Schließt euch mir an, Krieger! Königskrieger können wir jetzt rekrutieren. Stufe 6. Wache des Pharao. Alter Schwede, 76 Schaden. Königliche Streitwagenbegleiter. Wow. Gut, das ist natürlich auch alles unfassbar teuer. Wir brauchen mehr Gold. Lokale Gottheit? Was ist da los? Achso. Irgendwie hat Yam... Nö, das ist doch gestiegen. Nee, was ihr hier wollt. Ptah ist auch noch Stufe 3. Ach, der General ist hier rausgefallen. Warum denn?
Euer Kampf ist jetzt ein göttlicher. Ist er jetzt trotzdem noch einmal hoch? Ja, oder? Na klar. Ich, der mächtige Pharao Ramses III., erkläre diesen Hof für eröffnet. Neuer Erlass. Gold plus 10% ist ja nett, aber wir haben noch keine Goldmine. Arbeiterschaft nach Tempelabschluss. Erleuchtete Gesellschaft. Das holen wir uns mal. Wir müssen ja ohnehin den... Also ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe, dass wir ein paar neue Gebiete erobern. Und dann müssen wir ja ohnehin die Tempel bauen. Jetzt können wir es bauen, den Obelisk. Sehr schön. Schwupps, 5 Arbeiterschaft weg. Das geht flott. Nächste Runde haben wir es. Dann können wir hier auch den Obelisken bauen. Sehr schön. Dann gehen wir nur noch mal nach Iunu. Konflikte sind immer unausweichlich. Fischereihafen ausbauen. Jawohl. Sehr gut. Das Vermächtnis ist alles. Wir müssen halt jetzt tatsächlich mit einer Armee da hinten laufen. Also, ja, wir haben hier immer gar nicht so, und das ist wahrscheinlich zu wenig. Ich bin Meister meines eigenen Schicksals. Ich mach das eigentlich ungern. Göttlicher Herrscher. Die stärksten Waffen werden siegen. Es wird zu lange dauern, dass wir die Armee hier ausgebaut haben, wisst ihr? Für das Reich! Und hier kommt ja die nächste Truppe. Pharao Ramses. Krieger Ägyptens. Ich sag mal, gegen den kein Krieg mehr. Hab ich was verpasst? Beziehung, wir haben Krieg gegen den Seti. Aber die anderen haben ihre Kriegshandlung gegen uns eingestellt. Ist das, weil wir Pharao geworden sind? Oder sind die nicht mehr verbündet mit dem Seti? Der Zorn Ägyptens. Doch, die sind mit den Tausret verbündet. Hä? Ich werde Ägypten führen. Die haben auch noch ihre... ihre Vasallen. Was ist denn da passiert? Hä? Verstehe ich nicht. Kann mir das einer erklären? Das kann ja nur damit zu tun haben, dass wir Pharao geworden sind. Aber steht nirgendwo was da. Naja, das ist natürlich super. Wir rücken mit beiden Armeen vor von Ägypten auf Inbu Hedge. Vom Schicksal erkoren. In die glorreiche Schlacht. Nicht ganz. Das Schicksal ruft, aber zuerst rasten wir. Kommst du noch bis hin? Zeit für alles bereit! Ah, okay. Dann müssen wir natürlich erstmal die Festung platt machen. Ägyptisches Monument. Inbu Hedge. Monument.
Zwischenstation und Festung. Und muss ich die werde Festung ein angreifen. Vermächtnis erschaffen. Belagert die Stadt! Verfügbare Arbeitskraft. 6. 26. 15. 15. Und noch ein paar von den Belagerungstürmen. Fertig ist. Nicht nachlassen! In der nächsten Runde kümmert sich der Pharao um Imbu Hedge. Die lassen wir erstmal laufen. Ungern zwar, aber nützt alles nichts. Ägyptens Ruhm. Hier wollten wir das, glaube ich, haben. Nee. Scheibenkleister, was wollten wir hier? Ach, hier oben. Das Elfer. Ja, die Metschau-Einheiten, dass die besser werden. Also Präsenz reinballern. Ihrer Messer sparen wir halt auf Arbeiterschaft. Gut. Brauchen Gold, wir machen Minus. So ein Mist. Wir machen auch Minus an Bronze. Warum? Ist irgendwas ausgelaufen? Nö. Ja gut, wir handeln halt hier mit diesen Bronze-Sachen, aber wir kriegen gleich 200 Bronze zurück. Das ist in Ordnung. Wir machen wieder Plus. Gold sehe ich ein bisschen als Problem. Da müssen wir mal schauen. Gibt es denn irgendwo Goldminen? Aber im Nildelta sollte es eigentlich keine Goldminen geben. Beresheva, die haben halt Gold. Da gibt es Steine, ja. Wir brauchen doch nur eine Goldmine. Macht der Krone. Ja. Was haben wir denn jetzt? 17 von 60 Punkten. Nicht schlecht. Pharao geworden. Es hat 10 Punkte gebracht. Der Gunst der Götter. Erhaltet 800 Gunst bei einer Gottheit aufrecht. Man braucht ja eigentlich nur 600. Aber okay, wenn sie 800 wollen. Überlebt die Invasion der Seevölker. Überlebt bis Runde 140. Der wahre und einzige Gottkönig. Steigert eure Legitimation und macht euren Namen gleichbedeutend mit dem Wort Gottkönig. Ach so, 320 Legitimation. Alles klar. Ja, im Grunde genommen, also ich sehe jetzt nicht, dass man hier sich unbedingt was rauspicken muss. Man wird einfach größer und dadurch sammelt man dann automatisch. Und wenn man irgendwo, ab und zu sollte man vielleicht doch mal reingucken, um zu sehen, was fehlt mir denn noch, um das zu bekommen oder so. Wie hier zum Beispiel. Sitzt der Macht rechtmäßig in der Provinz Raket. War mir gar nicht bewusst, dass wir da schon irgendwas haben. Shan Aha, das ist, hä? Haben wir doch gar nicht. Wo ist das überhaupt? Raket. Shan Aha. Das ist doch gar nicht in unserem Besitz. Hm. Na, wer weiß. Wir kämpfen uns hier erstmal lang dann. Pet P in Bu Hedge. Und Minerva ist leider von den Rakotis besetzt. Aber das Gebiet geht hier noch weiter von dem Seti. Provinz Hardai. Naja. Wir werden sehen. Eine offene Aktion, Baum möglich. Da machen wir nichts. Wir machen einfach mal eine Runde weiter. Ja, was willst du mit den 13 Einheiten machen?
an Land gehen und uns nerven, ja, plündern. Das kannst du. Was machst du? Der plündert auch. Das ist nervig. Soll er plündern. Ist uns relativ relevant, ganz ehrlich. Also wir werden jetzt keine Full-Stack-Armee dem da hinterherjagen, dieser Dreier-Armee. Finde ich aber ein bisschen blöd gemacht. Also, der kann halt die ganzen Außenposten jetzt kaputt machen. Hey, Zednacht hat eine Schlacht gewonnen. Sehr schön. Seht hier, ist schon dran gewesen, da können wir beschleunigen. Seevölker werden auch schwächer, beziehungsweise wir werden stärker. Hofintrigenentschädigung können wir einmal eintauschen. Wir brauchen ja halt das. Wow, wir machen 100 Gold minus. Ja, komm, tausch mal ein. Dürre und Fenschuh, das oben im Norden. Verehrungsrang gesunken. Wodurch denn? Wir haben keine 600 mehr. Ach, weil wir in der Krise sind. Schaut euch das an. Nein. Da machen wir aber richtig Minus hier. Scheibenkleister. So viel dazu, dass wir uns jetzt hier noch eine dritte Armee leisten können. Nicht wirklich. Naja, es ist zerstört. Die Mechanik ist Mist. Dass du da drei Einheiten in der Armee reinkriegst und dann hier alles zerstören kannst. Total nervig. Bringt halt auch nichts, das zu reparieren. Ich hoffe, die, ja, das zeigt's an, gut. Weil die können das ja jederzeit zerstören. Jederzeit wieder. Auch wenn wir überall Minus machen, wir brauchen mehr Truppen. Diese Männer werden für meine Ziele kämpfen. Stufe 3 Einheiten. Metschau, Schwertkämpfer. Wir werden an Stärke gewinnen. Hier marschieren wir weiter, aber halt, halt, stopp, Leute. Halt, stopp. Wir machen weiter. Die Zivilisation wird sich erneut erheben. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Die Folge ist beendet. Wir haben auch schon wieder ordentlich überzogen. Also, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, Abo da lassen. Danke auch an alle Leute, die ein Abo da gelassen haben und dem Kanal hier die Treue halten. Danke dafür. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge zu Total War Pharao wieder. Bis dahin, bye bye, euer Sahadun.